Seite, obwohl ich mal vielleicht habt ihr schon mal gehört, aber lange nicht mehr auf Bühnen in Deutschland und in der Schweiz unterwegs. Ist jetzt aber zurück. Ein kräftigen Applaus für Cindy Steiner. Show must go on. Steht da nichts, das muss psychisch sein. Wie,
jeder, der schon mal mit irgendwas seltsam beim Arzt war, der kennt das. Und das ist wie eine Religion. In meinen Lehrbüchern steht, und das ist jetzt kein Scheiß, die haben letztes Jahr einen zusätzlichen Knochen im Mittelfuß gefunden und ein zusätzliches Band im Knie. Ja, bei dem vor seit Hunderten von Jahren niemand wusste, dass es die gibt. Weil in den Lehrbüchern steht das nicht. Jedes Mal das scheiß Knie aufgeschnitten, laut Lehrbuch gehört das nicht hin. Nee, muss irgendwas Seltsames sein lassen. Bis letztes Jahr, da wurden die Lehrbücher angepasst. Und ich meine, ich arbeite in der IT und ich sage wirklich gerne, Leute, wenn ich meine Computer so reparieren würde wie die Menschen. Gut, man kann menschlich rebooten. Ja, ich habe mir den Fuß gebrochen. Keine Sorge, wir setzen sie neu auf. Haben Sie schon mal einen Stecker gekriegt? Der ist dann zu böse. Ja, aber echt. Was bei mir eben auch war, ich bin letztes Jahr zusammengeklappt, hatte irgendwelche Zucken wegen dem Nacken und allem, geh ins Krankenhaus und man muss jetzt festhalten, ich bin seit einer Stunde so am Zittern. Keine Kontrolle über den Arm, nix. Ja, ich nehme an, Sie haben hyperventiliert. Sehe ich aus, als würde ich hyperventilieren? Zweite Diagnose, ja, Phosphatmangel. Dritte Diagnose, dann irgendwann später Epilepsie. Und jetzt möchte ich nochmal festhalten, was ich vorhin gesagt habe. Ich arbeite als Informatiker. Ich glotze bei der Arbeit 9 bis 10 Stunden in den Monitor. Gehe nach Hause. Und glotze etwa 8-9 Stunden in den Monitor. Also wenn ich Epilepsie habe, habe ich ein richtiges Problem. Die haben mir dann auch Fahrverbot gegeben und alles und so. Aber im Krankenhaus ist. Ich habe einen neuen Arzt jetzt, etwa den 5., aber der ist okay. So, ja, die haben mir Fahrverbot gegeben. Haben sie? Ja, aber ich ignoriere es. Ja, wirklich auch. Ja, weil es geht mir besser, ich kann wieder auf der Bühne stehen, aber ich meine, lange Zeit. Ich sag zu Hause oder bin ich gefragt, ja, was mach ich? Und ja, wenn du halt zu Hause sitzt, dann guckst du fern. Und er hat gesagt, was zum Geier ist los mit Kindersendungen heute? Ich hab, habt ihr mal Nickelodeon und so geguckt, was da so mittlerweile läuft? Sunshine und Greg, sagt euch das was? Ja. Ein kleiner Junge und eine Schlange, die nur über Hintern und Wurzen und weiß ich noch nicht. Ja, Kotze, ja, juhu, Kotze! Ich meine, wenn SpongeBob zum Intelligentesten, was im Kinder-TV läuft, zählt. SpongeBob! Ja, ich meine, ich habe ein bisschen so die guten alten Serien, in denen ich aufgewachsen bin, bei denen man noch was gelernt hat. Wer zum Beispiel kennt noch, es war einmal. Es war einmal das Leben. Ich liebe diese Serie. Für die, die es nicht kennen, das war so eine Serie, da ging es um den menschlichen Körper. Und da hast du so die roten Blutkörperchen, die immer den Sauerstoff transportieren. Und die weißen Blutkörperchen, die dann die bösen Bakterien essen. Ich wusste nicht, was Streptokokken sind bis zu dieser Serie. Und ich kann bis heute nicht von weißen Blutkörperchen reden, ohne zu denken, Mann. Und man weiß, eine Serie ist gut, wenn der Biologieunterricht daraus besteht, dass der Lehrer reinkommt, den Ersatzlehrer Samsung hinstellt, ein Videokassette reinschiebt und das ist der komplette Unterricht. Du guckst dir eine halbe Stunde den Trickfilm an. Und nachher hast du wirklich eine Ahnung, woher Karies kommt. Und auch das Opening dieser Serie. Für die, es ist so ein schönes Opening. Also, spürst du es in dir? Das schöne Leben mit seiner Kraft.
Für wie es pulsiert in dem Liter der Nacht. Und was ist die erste Folge? Wie entsteht ein Baby? Nur weil, das ist mir wieder sowas von aufgefallen, Kinderserien. Nur weil es eine Kinderserie ist, heißt es nicht, dass es für Kinder ist. Gutes Beispiel, Cosmo und Wanda. Wenn Helfer Elfen helfen. Wenn Helfer Elfen. Wir können Helfer zaubern, die einiges sind, das ist auch so. Nee, aber Cosmo und Wanda sind auch so eine Serie, saumäßig viele erwachsene Anspielungen und mein Liebling ist immer noch. Sohn, ich werde dich jetzt aufklären. Schnitt. Und da kommen die Babys her. Ja, aber wo für die Batterien? Okay. Kinderserie. Und, oh, ich fang gar nicht erst bei SpongeBob an. Bikini Bottom. Die Serie ist ein Drogentrip, die Serie ist ein kompletter Drogentrip. Ich meine, das hat man früher schon bei Winnie the Pooh gesagt, jedem einzelnen Charakter dort kann man irgendeine Droge zuordnen. Das ist bei SpongeBob genauso, SpongeBob ist LSD. Mr. Krabs ist Kokain. Das Eichhörnchen ist Speed. Patrick ist ein Kiffer. Und ich glaube, Thaddäus ist auch Antidepressiva. Oder auf irgendwas. Nee, aber ich meine, allein die Idee. Ein Schwamm. Und ein Seestern, die auf dem Meeresgrund leben, in einer Ananas unter einem Stein. Ich meine, wir hatten damals noch richtig intelligente Serien. Wir hatten zum Beispiel Haie. Coole Haie. Mit muskelbepackten Armen und Beinen. Das hat damals Sinn gemacht. Ich schwör's. Das war eben zur Zeit der Turtles. Okay. Ihr kennt alle die Turtles. Wer kennt sie noch wegen der alten Serie und nicht wegen. Ich wollte jetzt sagen, nee, nicht wie das auf Nickelodeon, das jetzt läuft, weil das jetzt ist doof, das früher war cool, aber nein, das war schon doof. Und ich meine, ich habe die Turtles geliebt und zu meiner Zeit, die Turtles waren riesig. Teenage Mutant Ninja Turtles, es gab die Computerspiele, es gab die Spielfiguren, es gab die Filme, es gab die Frühstücksglocken, es gab alles. Es gab wirklich alles und irgendwann kam dann die Idee, solche coolen Tiere, das gibt geile Serien, wir machen das auch. Und dann gab es eben. Genau. Biker Mice from Mars. Die Mighty Ducks. Die Thundercats. Die Silverhawks. Es gab also, ich sage euch, die standen wirklich so da. Diese Filmproduzenten standen einfach so da, die hatten so ihre drei Schalen. Kung Fu. Einhörner. Irgendein Tier. Wenn jemand Agenten sagt, Schnecken.
Ja, Schlecken ist gut. Schlecken ist super. Und jetzt irgendein cooles Hobby. Irgendwas, das wirklich so, yeah, Action. Cosplay! Fußball! Okay, Cosplay kommt an jeder Con. Irgendwann baue ich Fußball. Fußballschnecken. Okay. Warum haben Sie besondere Superkräfte? Warum sind Sie die Mächtigen? Warum sind Sie toll? Warum sind Sie Drogen! Okay. Fußballschnecken auf Speed. Oh mein Gott, und der Gegner ist wahrscheinlich zu Basa und Zora. Zu Basa rennt hin. Holt aus! Und du siehst da drüben die Schnecke. Oh mein Gott. Und das ist schlimm, ich kann mir wirklich vorstellen, dass jemand daraus eine Serie macht. Hey, ein bisschen die bösen Klasse verbissen. Joe, wir haben dich gestern mit der Nacktschnecke erwischt. Okay. Das wird nicht mehr besser. Nee, aber eben, ich vermisse so die guten, oder was wir auch hatten, eben, das war so richtig geil, Scheiß auf Sharknado. Wir hatten zum Beispiel auch Cadillacs and Dinosaurs. Ich meine, allein, keine Ahnung, was es bei der Serie ging. Ist mir auch scheißegal. Es hatte Cadillacs and Dinosaurs. Ich meine, das ist so quasi. Ich wünsche mir den Film, nichts anderes, aber ich würde ihn schon gucken, nur wegen dem Namen. Robot Ninjas Riding Cyborg Sharks versus Zombie Vampires. Nee, was haben wir heute? Das einzige Gute, was wir haben, sind die alten Serien und die kommen jetzt in 3D. Heidi in 3D. Ist das wirklich günstiger, als einfach nochmal die 40 Jahre alte Serie zu zeigen? Ich glaube nicht, dass Heidi jetzt plötzlich mit Nasenpiercing und Handy rumrennt. Du Heidi, wollen wir auf dem Berg? Ja, ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, aber ich habe ja nicht nur Fern gesehen. Nur größtenteils. Und ich habe mir auch überlegt, so ja. Angenommen, es klappt nicht mehr mit der Comedy. Weil ein Problem bei Schleudertrama ist, dass man zum Beispiel den Text verliert. Also, Text verliert. Also, Erinnerungsprobleme, das ist das Wort. Deswegen liegt der Text auch hier, nicht nur, weil ich seit Oktober nicht mehr da reingeguckt habe, keine Ahnung, an was ich hier rede, sondern auch, weil ich halt Konzentrationsstörungen habe und teilweise den Text vergesse. Da bin ich auch schon verdammt viel, aber es ist nur, weil ich mir alles aus dem Arsch ziehe. Nee, und ich habe mir dann überlegt, ja gut, was mache ich, wenn ich nicht Comedy mache? Ja, ich könnte auch singen, ich könnte einen auch Sänger machen, weil so ein 2-3 Minuten Song ist einfacher sich zu merken als ein 30-40 Minuten Programm. Und der Grund ist naheliegend, weil ich liebe Musik. Ich liebe wirklich Musik, meine Eltern haben mich da drauf gebracht und ich singe dauerhaft. Ich singe zu Hause, ich singe beim Autofahren und jeder, der mit mir an den Kon gefahren ist, kann das nachvollziehen, kann das bestätigen. Das ist so, ja, 600 Kilometer bis nach Kassel. Und so in der Mitte siehst du dann halt so die Beifahrer. Noch 3 weitere Stunden oder 330 Stundenkilometer zur Fahrradtür. Ja, meine Damen, Alter. Aber ich habe
wirklich eben auch immer mehr gesungen, ich habe wirklich trainiert. Und das ist wirklich so, das wusste ich vorher nicht, aber ich habe mittlerweile so eine Art Tonstudio, also einen Ständer und ein Mikro, bei mir im Arbeitszimmer, also beim PC, aufgestellt. Und da übe ich halt manchmal Gesang. Und das Schöne ist, seitdem ich das wirklich regelmäßig mache, das ist ein Workout. Singen ist ein verdammter Workout. Die Nackenmuskulatur wird gefestigt, das Zwerchfell wird gefestigt. Und interessanterweise ist mein Brustkorb auseinandergegangen. Brustkorb, nicht Bauch, Brustkorb. Dass ich hier zusammengetaped habe, hat einen anderen Grund. Und es war wirklich so, meine Frau hat ja für die Hochzeit meine Weste selbst genäht. Und sie hat dann mich abgemessen, so Brustkorb 105 cm. Okay, gut. Dann hat sie die Schnittmuster bestellt. Die Schnittmuster kam einige Wochen später. Gut, Brustkorb 110 cm. Okay, gut. Hat dann Stoff bestellt, der Stoff kommt. Brustkorb 115 cm. Aber so. Wir haben die Weste dann in der Nacht vor der Hochzeit gefertigt. Aber ich bin wirklich auseinandergegangen, weil es ist halt, wenn du singst, vor allem wenn du, dann brauchst du so ein bisschen Resonanz. Und ich habe mir dann auch überlegt, ja gut, wenn ich jetzt Sänger mache, was singe ich? Und ich bin extremer Musical-Fan. Also ich bin wirklich auf den Geschmack von Musical gekommen. Ich habe in Berlin zum Beispiel auch Tanz der Vampire gesehen. Ja, dieses Bühnenbild. Ja. Das Bühnenbild, ein riesiges Haus mitten auf der Bühne. Also, okay. Und mittendrin wird es gedreht und der Friedhof, der eigentlich eine Wand ist, und dann runterkommt, dann kommen da Leichen raus. Waren die ganze Zeit da drin? Anderthalb Stunden lang. Ja, dann kommt eine vielgenügtige Tanzen. Nee, aber es war so geil, das Problem war, ich war da mit meiner damaligen Freundin, war ich dort. Und ich habe das super geplant. So, ja, wir fliegen Samstagmorgen hoch nach Berlin, gucken uns dann das Papier ab und fliegen sofort nach Hause. Ich werde sauer. Vor allem, weil ich habe mir nicht überlegt, ja, wann fängt das Stück an und wann müssen wir am Flughafen sein. Und der Flughafen ist ja nicht gerade in der Stadt. Das Stück endet um 5. Wann schließt der Check-in? 5:30. Und ja, theoretisch, man kommt relativ schnell zum Flughafen, wenn man einen direkten Zug erwischt, und das sieht man relativ direkten Zug da. Also sind wir hin und das Musical kommt ein bisschen länger. Und so langsam ist 5 Uhr und sie sind gerade an der Zugabe dran und ich so rüber zu meiner damaligen Freundin. Schatz, wir müssen los. Schatz, wir müssen wirklich los. So dieser Blick, dieser. Wenn du mich hier rausziehst, werde ich den Begriff Schmerzen für dich neu definieren. Wir sind dann aber trotzdem los, sie hat es dann eben eingesehen, ja, wir sollten los. Wir rennen zum Bahnhof, kommen auf das Gleis. Wann kommt der nächste Zug? In 20 Minuten. Taxi. Runter, wir sind runter zum Vorhof, zum Taxistand. Das Taxi hat gebraucht vom Hauptbahnhof Berlin zum Flughafen eine Viertelstunde. Ich dachte, Hamburg wäre schlimm. Ich meine, ich war schon in Hamburg, da ist 50 erlaubt, du fährst 60 auf einer zweispurigen Strecke und hinter dir kommen sie alle mit der Lichtlupe. Ach, schnell, mach noch! Der Berliner Taxifahrer. Wir haben es dann irgendwie sogar noch zurückgeschafft. Scheiße! Seitdem habe ich mir geschworen, wenn ich irgendwo an Düsseldorf gehe, übernachte ich dort, außer ich weiß, ich komme zurück.
Ja, nee, ich muss mich wirklich drauf verlassen. Aber ich habe überlegt, ja, ich könnte Musical-Songs singen. Das Problem ist, die meisten Songs. Und es ist halt nicht etwas schwer, mit sich selber ein Duett zu singen. Ich habe es versucht. Auf YouTube geht es noch so halbwegs, aber so. Sing once again to me. Nee, das ist so, meine heilige Stimme funktioniert einfach nicht so ganz. Und ich habe mir auch überlegt, so gut, ich könnte Disney-Songs singen. Ich meine, man kann von Disney halten, was man will, aber die Songs sind einfach nur geil. Ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel Let It Go, aber jeder singt Let It Go. Das Geile ist, im Grunde hätte ich jetzt gesagt, jeder Sänger, jeder Show-Act, also zumindest jeder, den ich kenne, der auf irgendwas auf YouTube macht, hat Let It Go gesungen. Und weil jeder das gesungen hat, singt niemand auf der Bühne, weil, nee, dann machen ja alle anderen Shows. Ich glaube, ich kenne nur zwei Shows, die ich auch auf der Bühne singen. Aber ich habe mir überlegt, Disney oder Anime Openings, aber das ist halt auch so etwas, das, ja, ich kann nicht sagen, jeder macht, aber doch. Und ich habe mir überlegt, ich könnte beides machen. Gleichzeitig. Moment, ja, hör bitte. Das wird schlimm. Nee, was mir einfach aufgefallen ist, es gibt manche Animes, die lassen sich super mit Disney-Filmen kombinieren. Ein super Beispiel dafür sind Pokémon und Aladdin. Ja, unter anderem deswegen, weil Genie ist ein Pokémon. Er sitzt ständig nur in seiner Lampe und dann rumpelst du und dann darf er raus. Und wie viele Attacken hat er? 3. Und Abu ist auch ein Pokémon, weil der kann nichts sagen, was er sagt. Und was mir einfach aufgefallen ist, ist, das Opening von Pokémon passt wunderbar zu, ich habe keine Ahnung, wie der Song auf Deutsch heißt, aber A Whole New World. Ernsthaft? Hört einfach mal hin. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ja, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das Land, ich suche weit und breit das Pokémon, um zu verstehen, was in diese Macht verleiht. Ja, Pokémon! Ich will von dir und du von mir. Komm und schnapp sie dir, ja, Pokémon! Wir vertrauen auf unseren Mut. Nur ich und du, mein bester Freund, komm, retten wir die Welt, ja, Pokémon. Es gibt doch auch eine nicht ganz so schöne Version, dass dann kombiniert man Sailor Moon mit dem Dschungelbuch. Ja, du kannst es tun, halte den Mund fest, spür die Kraft aus Sailor Moon. Kämpfe für den Sieg über Dunkelheit, folge deinem Traum von Gerechtigkeit, du kannst es tun, Sailor Moon. Ich habe schon ein komplettes Stück, anderthalb Stunden lang, nee. Da kommt zu seltsame Kombination raus, bei denen ich noch keine Ahnung habe, wie. Aber nee, ich habe mir wirklich überlegt, den Gesang. Und das Problem ist halt, ich kann zu Hause nie länger als eine Stunde singen. Ich muss kurz gucken, wo der Text ist. Und nein. Yeah.
Ich schreibe sehr groß. Nee, aber das Problem ist, ich kann trotzdem nur eine Stunde singen, maximal pro Tag. Weil, wie gesagt, ich singe bei mir im Arbeitszimmer und ich habe Nachbarn oben, unten, neben. Und irgendwann ist es so. Geht das nach zurück? Stattdessen singe ich dann teilweise im Auto, im Sitzen. Und ja, wenn ich halt nicht singen kann, dann muss ich halt was anderes machen. Ja, dann gehe ich halt mal zocken. Und das Gute ist, meine Frau und ich, wir wechseln uns ab beim Zocken. Also wir haben so für uns gibt es drei Arten von Spielen. Spiele, die ich allein spiele. Also die darf ich nicht spielen, wenn sie in der Nähe ist. Dann gibt es Spiele, die sind ihr einfach komplett egal, denn da spiele ich einfach und sie macht was anderes. Zum Beispiel, wenn ich mit der Wii U spiele. Und dann Spiele, die müssen wir zusammen spielen. Da darf ich nichts machen, außer sie ist dabei. Zum Beispiel, wir haben letztens angefangen, vor einer Weile mit Final Fantasy 9. Wieder. Sind immer noch nicht fertig, weil dann haben wir mit Dragon Age Inquisition angefangen. Da sind wir jetzt im zweiten Durchlauf. Und das Schöne ist halt einfach, wenn ich sage, wir spielen, dann heißt das, ich spiele und sie sitzen mit der Komplettlösung daneben. Und das Schöne bei so Spielen wie Dragon Age Inquisition ist einfach, ich bin so der Typ, ich spiele wegen der Story. Ich will teilweise schnell vorwärts kommen. Meine Frau ist da eher der Vervollständiger. Du Schatz, du musst noch 200 Kräuter sammeln. Ja, aber da ist der Endboss. 200 Kräuter. Es gibt Spiele, die muss man mit der Komplettlösung spielen. Ein super Beispiel war da Final Fantasy 12. Habt ihr Final Fantasy 12 gespielt? Und jetzt sagen wir mal, wie bekommt man den besten Speer ohne eine Komplettlösung? Zu erklären, der beste Speer, den erhält man, wenn man im ganzen Spiel 4 spezielle Truhen nicht öffnet. Das widerspricht allem, was ein Gamer macht. Ein Gamer öffnet Kisten. Das ist wie bei Zelda, du kriegst das Master Sword nur, wenn du keine Töpfe zerbrichst. Ja, und noch geiler, ein super Schwert kriegst du bei Final Fantasy 12 nur. Die ist in einer versteckten Kiste. Und zwar in einem von 50 Fällen, in denen du diese Kiste öffnest. Wir reden hier von einem Offline-Spiel, das heißt, wenn die Kiste geöffnet ist, dann ist sie offen. In einem von 50 Fällen kriegst du diese Waffe. Also speichern, laden, oh. Laden, oh. Laden, oh. Wie bist du das ohne Komplettlösung? Verstehe ich gut. Es ist ein japanisches Spiel. Es ist ein japanisches Rollenspiel. Und wenn ich das jetzt einfach böse sagen darf, japanische Rollenspiele sind Märchen. Die japanischen Rollenspiele, die erinnern mich immer so an diesen Kerl in der Schule, der mich früher verprügelt hat. So, hey Kumpel, ja, da ist das richtig coole Schwert, ja, ne? Super, ne? Ja, toll. Ja, dein Charakter, den du gerade 40 Level lang gelevelt hast, der ist tot. Also, okay? Also, ja, komm. Hier, du hast diese geile neue Spezialfähigkeit, ja. Und da dieser neue NSC, der ist toll, ne? Der ist cool. Ja, ja. Hinter geht dich. Ja. Also okay? Also okay? Oh, okay. Ja, das Spiel ist vorbei, aber das ist gerade die Menschheit vernichtet. Ihr kennt das von diesem Spiel. Ich werde nicht groß spoilern, aber nur so ein paar Spiele. Secret of Mana. Terra Nigma. Ja. Illusion of Time. Ja. Final Fantasy 6 war, glaube ich, auch sowas. Also dieses. Da habe ich nie gespielt, aber ich habe gehört, ist auch so dreckig. Oder mein absoluter Liebling, was das anbelangt, kennt ihr das Spiel Nier? Es gibt nicht viele Leute, die kennen dieses Spiel. Ich werde es auch nicht groß spoilern, außer das Ende. Und zwar. Ja, es macht super.
Am Ende hat man die Wahl. Also es gibt, glaube ich, 4, 5 verschiedene Endings. Und ein Ending ist, du kannst dich entscheiden, nie existiert zu haben. Gut, ich habe nie existiert. Wir kennen das ja vor Rollenspielen, und dann habe ich halt nie existiert. Ich will kurz das Ende und entscheiden. Wenn es blöd ist, starte ich nochmal von vorne. Ja. Wenn du dich für dieses Ende entscheidest, kommt die Warnung. Bist du dir sicher? Ja. Bist du dir wirklich sicher? Ja. Diese Entscheidung kann nicht rückgängig gemacht werden. Okay? Ja. Und dann öffnet sich das Menü. Und du siehst deine Items, die du geholt hast, weg. 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 Deine Skills. Weg. 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 Alle Quests. Weg. 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 Alle Karten. Weg. 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 Dann geht ein zweites Fenster auf. Deine Speicherstände. Weg. 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 Du sitzt da und guckst zu, wie das Spiel alles von dir löscht. Du hast nie existiert und hast dieses Spiel nie gespielt. Und wenn sie einen Weg gefunden hätten, die Achievements zu löschen, sie hätten es gemacht. Damn! Das ist Horror! Also für mich als Computer, das ist wirklich ein Horror. Und ich hasse Horrorspiele. Ich zum Beispiel, ich kann nicht verstehen, wie Leute da sitzen mit Five Nights at Freddy's und so Zeug. Ich kann nicht verstehen, wie Leute das freiwillig machen können. Ich krieg Anfälle, vor allem ich hasse Jumpscares. Auch so ein Spiel war Playable Trailer. Das war so eine Demo für, wie heißt das Zeugs jetzt? Danke, Silent Hill. Und da läufst du einfach durch einen langen Gang. Und dann tauchen Geister auf und weiß nicht was. Und ich kenne Leute, die spielen das mit der Oculus Rift. Weil wenn ich ein Horrorspielchen im Dunkeln spielen will, dann machen wir da eine Rift. Und da gab es einfach so einen Fall, ohne allzu groß zu spoilern, da liegt im Badezimmer, in der Spüle, ich sag mal so was Kleines, Blutiges, das eigentlich nicht mehr leben sollte. Und das liegt da, dieses Baby, dieses tote Baby. Und spricht mit dir. In einer tiefen Bassstimme. You, bla bla bla. Okay. Ja, okay, es soll schockieren. Ich meine, die Idee ist, es soll die Leute wirklich schocken. Aber wenn du Gamer schocken willst, wenn du Zucker wirklich schocken willst, zeig ihnen mal, was sie so alles an Spielen in Steam gekauft haben. Ja, du hast in den letzten 4 Jahren so viel Kohle bei Steam liegen lassen. Okay, wir haben doch alle mal ja keine Games dabei und so. Kann ich mitleben. Und diese alle hast du nicht länger als 5 Minuten gespielt. Ihr kennt das, oder? Steam Sale. Was ist ja nur 10 Euro. Ich meine, da werde ich sicher spielen. Nee, und auch so ein Spiel, das ich gespielt habe, das fällt dann auch in die Kategorie Spiele, die ich nicht mit meiner Frau zusammenspielen darf. Arbeitskollege hat mich gezwungen, Payday mit ihm zu spielen. Payday, das ist so, man zieht sich Masken an und raubt Banken aus. Ist eigentlich ein richtig geiles Spiel. Das Problem ist, es ist auch das Spiel mit der dümmsten künstlichen Intelligenz, die ich je erlebt habe. Wie gesagt, man spielt einen Bankräuber. Das heißt, zuerst steht man draußen rum, guckt sich alles an, dann zieht man sich die Maske über und geht rein. Dann kann man die Kameras ausschalten und das und jenes. Und man ist immer zu viert. Das heißt, wenn man alleine spielt, hat man 3 Computercharaktere, die stehen dann draußen. Unauffällig. Wenn man drin alles ausschaltet, stehen die unauffällig eine halbe Stunde vor der Tür von der Bank. Und das Schöne ist, dann bist du rein, du holst den Geldkoffer, du
gehst mit dem Geldkoffer zu deinem Kumpel in den Wagen. Mit anderen Leuten. Ist ja noch schöner, wenn die dich noch dämlicher werden. Weil das Spiel ist Stealth. Man schleicht sich in ein Museum ein, schaltet die Kameras aus, fesselt die Wachen oder jo, schaltet sie anderweitig aus, hat den Schalldämpfer, damit auf keinen Fall Alarm ausgelöst wird. Also gehst du rein? Und dann rennt einer links an dir vorbei. Danke. Oder du kannst Leute eben mit der Knarre runterziehen, dann musst du sie nicht erschießen, sondern du kannst sie einfach fesseln. Ist sehr viel schöner. Und dann stehst du da, runter, runter. Gut, 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 gut. Den nächsten Liste. Runter, 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 runter. Runter, 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 ne? Runter, 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 runter. So, gut. Und du kannst deine eigenen Leute nicht mal erschießen. Glaub mir, ich hab's versucht. Knarre, Maschinengewehr, Handgranaten. Gut, ich glaube, das ist der Grund, warum meine Frau nicht zulässt, warum meine Frau nicht zugucken will, wenn ich diese Spiele spiele. Ich bin ein bisschen aggressiv. Nee, aber genau. Eben wie gesagt, ich habe mir viel überlegt, was mache ich, wenn es mit der Comedy nicht klappt, aber hier stehe ich. Das klappt mit der Comedy. Ich mache das einfach viel zu gern und egal ob gelähmtes Gesicht, rauer Hals oder eben Schleudertrauma, für mich ist relativ klar, the show must go on. Jetzt liebe ich dich. Whatever happened.
corner now. Outside the dawn is breaking, but inside in the dark I'm making you dream. Show must go on. Show must go on. Yeah, yeah. Ooh, inside the heart is breaking. I think I've been breaking from the side. Still stays on. Du hast dich
auch früher so fürs Meer interessiert, wäre das nichts für dich. Dein eigenes Kostenmittel. Und wie du wieder aussiehst, deine Hemden sind geblüht und deine Sauerkehr. Was soll man noch von deiner Hemden? Und wenn du zerrückst, die deine Anime beruhren, so bleiben dein Stil. Was soll man noch von deiner Hemden? Du bist ständig nur zu Hause und niemals an Gott Menschen, bei dir das hat nicht gehen. Was soll man noch von deiner Hemden? Wo soll das alles enden? Thank you.
Wir sorgen dafür, dass ihr alles läuft ganz
Darin sind wir alle gleich. Gemeinsam bauen wir eine schöne.